Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute mal aus einer anderen Perspektive, ist immer noch im Kirchberger Schwimmbad, aber ich habe die Perspektive geändert wegen dem Sonnenlicht, das ist etwas schattiger und auf jeden Fall probiere ich jetzt generell, wenn immer Schönwetter ist oder wenn immer schönes Badewetter ist unter anderem, probiere ich immer eine Aufnahme im Schwimmbad hier zu machen. Weil es einfach, glaube ich, schöner ausschaut und es ist einfach, Outdoor-Aufnahmen kommen immer besser rüber, meines Erachtens, als irgendwelche Indoor-Aufnahmen. Des Weiteren kommen jetzt noch die Grüße aus dem letzten Video. Grüße gehen raus an Ergo Steinhauser Pro, an Nörmel 1463 und an Moritz Ringhofer. Wenn im nächsten Video auch gegrüßt werden wollt, ihr wisst es, einfach positiv kommentieren, dann habt ihr eventuell gute Chancen im nächsten Video auch gegrüßt zu werden. Auf jeden Fall auch nicht vergessen, den Kanal All About Joni zu abonnieren. Hier ist der Kanal eingeblendet und auf jeden Fall auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch diesen Kanal gerne auschecken würdet. Und somit würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Auf jeden Fall geht es heute um ein spezielles Fotoseminar. Und zwar habe ich mir da schon viele Videos auch auf YouTube dazu angeguckt. Hier ist übrigens auch nochmal der Kanal eingeblendet. Von diesem Fotoseminar finde ich auf jeden Fall sehr interessant und ich habe mir, wie gesagt, schon viel davon angeguckt und ist auf jeden Fall wirklich empfehlenswert, wirklich weiter zu empfehlen, weil man wirklich sehr viel Vertiefendes, Allgemeines auch über das Fotografieren lernen kann, was ich vorher zum Beispiel nicht so gewusst habe. Und ich habe mir natürlich auch dieses Fotoseminar sogar ein bisschen zum Vorteil genommen. Zum Beispiel lernt man in diesem Seminar, wie kann man perfekt mit Licht arbeiten, das heißt, wie kann man jetzt gute Aufnahmen tagsüber machen, so dass das Sonnenlicht jetzt nicht allzu sehr stört. Und auf jeden Fall habe ich mir da viel schon davon abgeguckt. Zugegeben, ich bin selber nicht wirklich ein Experte vom Fotografieren und so, ich kann es halt doch etwas von den Perspektiven so einschätzen, aber ein Experte bin ich selber nicht vom Fotografieren. Ich kann selber noch viel darüber lernen und ich habe mir, wie schon gesagt, viel davon angeguckt und auf jeden Fall der Link auch nochmal in der Videobeschreibung ebenfalls verlinkt. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch diesen Kanal gerne auschecken würdet. Und das ganze Fotoseminar ist in Wien. Ich weiß jetzt nicht genau, wo in Wien das genau ist, aber auf jeden Fall macht euch selber darüber schlau. Checkt gerne diesen Kanal aus. Ich glaube, auf Instagram gibt es da auch irgendwie einen Kanal. Muss ich mal nachschauen. Wenn ja, ist der auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Und auf jeden Fall checkt ihn gerne aus. Macht euch darüber schlau. Und ihr könnt euch auch auf jeden Fall gerne bei diesem Fotoseminar gerne anmelden. Und wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, ist wirklich weiter zu empfehlen. Und wenn ihr auch gerne mehr über Allgemeines mehr über das Fotografieren lernen wollt, beziehungsweise wie man mit dem Licht arbeitet, wie man die Perspektiven gut gestalten kann und. Also lauter wirklich vertiefende Informationen, was man eigentlich über das Fotografieren lernen kann. Und so würde ich sagen, ist das nochmals gesagt wirklich weiter zu empfehlen. Wie gesagt, wenn ihr das gerne auschecken wollt, hier ist der Kanal eingeblendet, plus auch nochmal in der Videobeschreibung alles verlinkt. Und in diesem Sinne würde es mich freuen, wenn ihr das gerne auschecken würdet. Und dann würde ich sagen, war es das auch wieder mit dem Video. Macht's gut, euch noch einen schönen Tag und ciao rein, bis zum nächsten Video.